Wolken. Freiheit ist immer so ein großes, allgemeines Wort. Ich habe immer gesagt, mir geht es um Eigenverantwortung. Ne? Das war ja ein System, das einem alles abgenommen hat. Auch die Wahl über die eigene Lebensgestaltung sozusagen. Ne? Ich bin da ziemlich erschlagen nach Drehtagen immer nach Hause gefahren, weil sich das wirklich, also da hat der Bulli ganze Arbeit geleistet. Das hat sich unheimlich nach Osten angefühlt. Es hat richtig, ich habe gemeint, den Osten richtig zu riechen am Set. Ne? Günther, die Stasi ist hinter uns her. Die geben keine Ruhe, bis die uns geschnappt haben. Es gibt eine Szene, die mir besonders gut gefällt und weil ich das so gut kenne, auch diese Szene, wo nach der ersten missglückten Flucht, wenn die da so in Berlin so überhaupt nicht wissen, wohin mit sich und versuchen da so Strohhalme zu erkennen oder zu ergreifen und diese Verzweiflung und diese Paranoia, ich kenne das gut. Wir bauen das Ding jetzt einfach schnell fertig und dann nix wie weg hier. Peter, was ist dein Papa vom Beruf? Mein Papa ist Näher. Was näht er denn da? Darf ich nicht sagen. Aber mir darfst du doch alles sagen. Bulli war ganz toll. Ich bin auch richtig unschwul verliebt in ihn. Er ist, also das ist so ein feiner Mensch erstmal, aber auch als Regisseur diese Genauigkeit und diese Feinheit, dieses Gefühl für was zu viel ist und was zu wenig ist und vor allen Dingen, was mich immer erstaunt hat, hier in Bayern, darf ich das sagen, er als Bayer und dazu noch mit seiner Vergangenheit, mit der Komödie und was er alles so gemacht hat. Ich habe mich immer gefragt und bin auch immer noch verwirrt, wo er das her hat, ne? Dieses Feingespür und auch dieses Wissen. Why do we love fast cars? You have to stop. And I was like, it's fine, I know what I'm doing. Kino auf RTF 3, immer ab Donnerstag täglich im Programm. Unser Filmtipp, Kinonews, Kinocharts und das Interview der Woche mit den Stars. RTF 3, Radio für die Region Neckaralb.